Malti und hallo, liebe Angelsportsfreunde. Ja, es ist wieder soweit. Ich habe ein nettes Paket gekriegt. Es ist wieder die My Fishing Box. Und wie ihr seht, es ist ein anderes Design. Wie schon angekündigt, habe ich jetzt gewechselt und auf die Ultra Leicht Box geswitcht. Und ich möchte gar nicht lang schnacken, mit euch auspacken und los geht's. So, schauen wir mal, was da diesmal Schönes drin ist. Aufgeschnitten ist es. Wie immer, für euch First Look, für mich kommt es danach. Da haben wir My Fishing Box News. Oh, ein Heuschreckenimitat. Einen schönen kleinen Wobbler noch dabei. Jip, Sticker. Einen kleinen Spinner. Kommt alles gleich im Detail. Dann haben wir hier noch, ui, so einen kleinen Krebsimitat. Was haben wir hier noch? Ui, für Skirted Jigs selber machen, zu Fransen. Süßes, später. Haben wir hier nochmal so einen kleinen Weichköder. Gucken wir gleich mal nach, was es ist. Werbung, Sticker und noch mehr Werbung. Alles klar, soviel zum Inhalt. Jetzt gucken wir mal, welche Köder welche sind. Jippa, Ultraleichtbock. Da haben wir als erstes den Yenzi G-Hop Hardbait in 3 Gramm mit einer Lauftiefe von 0,5 bis 1 Meter. Oder 1,5 Meter. So, Yenzi. G-Hop. Ich denke mal, das ist dieser hier, dieser schöne Heuschreckenimitat. Ich halte ihn gleich mal in der Kamera. Beiseite rausgeholt. Oh, kleiner Heuschreckenimitat. In Rot. So sieht das Ganze aus. Nochmal von der anderen Seite. So. Wunderbar, der gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Gut, als zweiten Köder haben wir den Alice Kitty Gummifisch inklusive Jighead. Das ist so eine Art Pintel, kann ich mir gut vorstellen. So ein kleiner, in weiß gehalten. Die Farben unterscheiden sich mal wieder mit 2 Gramm Jigkopf. Jip von Gunky. Oh ne, ist ein V-Schwanz. So sieht das Ganze aus. Ich habe ihn in durchsichtig. Halten wir ihn mal in die Kamera. Zack. Vom Nahen zum schönen V-Schwanz. Durch die Verpackung natürlich jetzt schon ein bisschen deformiert. Sehr schön. Der gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut für die Ultra Light Fishing. Richtig geil. Dann haben wir als drittes diesmal keinen Köder, sondern Spinnerbait Skirtits. Also quasi so Gummifransen, wo man selber Skirted Jig mitmacht. Habe ich auch schon mal selber gemacht. Gibt es auch ein Video dazu. Existiert auch schon. Guckt einfach auf meinen Kanal mit Skirted Jig. Findet ihr da auf jeden Fall. Das sind die sogenannten Fransen. Gummifransen. Coole Sache. Ich habe zwar schon genug, aber weiß habe ich noch nicht. Nice. Als nächstes haben wir dann ein Einclaw Whopper in 2,8 Gramm. Dieses schöne Modell hier packen wir mal schnell aus und halten wir den mal schön in die Kamera. Zack, zack. Ich habe jetzt hier so ein Bachforellendekor mit einem gelben Bauch. Finde ich schon mal sehr interessant. Weiß nur noch nicht, wie tief der läuft. Steht das da irgendwo drauf, normalerweise schon. Jupp, da. Ist sinkend auf jeden Fall. 3,8 Gramm, 45 mm und läuft zwischen 0,3 bis 1,2 Meter. Also der gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz cool. Kommt so ein bisschen Crankbait ähnlich. Hat ja auch Rasseln drin. Ja, hat leider keine Rasseln drin. Oh, und was noch dazu kommt, sind Einzelhaken, sehe ich hier oben gerade. Sehr geil.
Weil an vielen Forellenseen sind natürlich nur Einzelhaken erlaubt. Geile Sache. Als nächstes haben wir dann nochmal einen Ironclaw-Spinner in 2,5 bis 5 Gramm. Ich habe den in 2,5 Gramm Größe. Ich habe den in 2,5 Gramm Größe 0. Packen wir auch nochmal schnell aus. Die Farbe gefällt mir auf jeden Fall schon. Sehr gut. Schippa. Immer dieses viele Eingepacke hier. Schnell gehen soll. Soll noch ein kleines Review werden. So, das ist der Spinner. Größe 0. Größe 0 in 2,5 Gramm. Spinnerblättchen gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Drei verschiedene Farben. Coole Sache. Und als letzten Köder haben wir nochmal von Dojo ein Creature-Köder. So eine Art eine Krebsimitat. Der soll 5,1 cm lang sein, also 5 cm mit einem 6 Gramm Jig-Kopf. Ich habe mal wieder erwischt in rosa, aber das soll ja nichts Schlechtes heißen. So, sieht er aus. Das freut mich auf jeden Fall. Also Creature Baits bin ich ja ein großer Fan von. Und Krebse fischen auf jeden Fall auf Barsche. Oh, der riecht sogar ein bisschen geflavored. Stinkt ja schon ein bisschen rum. Auf einen 6 Gramm Kopf. Vielleicht sogar schon für die Ultraleichtfischerei an einem kleinen Fluss. Vielleicht ein bisschen schwer. Aber das werden wir austesten. Ja, das war schon wieder. Was heißt, das war schon wieder? Im Gegensatz zu der Raubfischbox sind auf jeden Fall ein, zwei mehr Köder drin. Hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich dachte, da sind auch nur 4, 5 Köder drin oder 3 bis 4. Hier sind wir bei ein paar mehr. Auf jeden Fall extrem geil. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal. Bis dahin. Tschüssi.